Ja? Was ist? Wir sind übel dran, Jacob. Der Angriff hat alles verwüstet und wir können niemanden zur Akropolis schicken. Ich weiß. Ich kümmere mich um die Verletzten. Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Danach trommeln wir alle zusammen, die noch kämpfen können. Sophia hält sie auf, bis wir eintreffen. Ich bete, dass du recht hast. Ich schicke einen Läufer, wenn wir soweit sind. Und damit hey ho und let's go mit Rise of the Tomb Raider. Trinity hat seinen Zug gemacht. Alles ist verschwommen. Und uns ordentlich angegriffen. Oh, hallo. Es wird wieder, oder? Was hat der Arzt gesagt? Es ist Monate her, dass der Schnee der Berge das Herz von Kitesh begrub. Einige sollten nach Überlebenden und Essen suchen, aber niemand kam zurück. Aus den Gletschern kommen Geräusche, aber ob es noch Überlebende darin gibt, weiß ich nicht. Es könnte auch nur das Eis sein. Aber ich muss zugeben, dass es wie menschliche Stimmen klingt. Vielleicht bewachen die Geister der Prophetenkrieger noch immer die eisigen Straßen. Wir werden keine Leute mehr hineinschicken. Wir müssen akzeptieren, dass der Prophet und die Stadt für uns verloren und wir jetzt allein sind. So, du bist ein bisschen wackelig. Also auch damals hatten sie Probleme. Jacob hat recht. Sie mussten viel ertragen. Sowohl damals als auch heute. Das Problem ist, wie gesagt, Trinity sucht gezielt danach und... Naja. Au. Oh. Mit der heutigen... Nichts, für das man gewappnet ist. Und nichts, das man je wieder vergisst. Wenigstens ist es vorbei. Verfallen und dich umbringen. Willst du das? Nicht mein Bein abnehmen. Bitte. Verdammt, tut das weh. Das lasse ich nicht. Egal, was ich mache. Du bist angeschossen. Alter. Wo ist dein Vater? Trinity hat halt Ressourcen. Vor allem in der heutigen Zeit. Und diesen ist... nicht gerade mit der Zeit vorangegangen. Pumpgun, unsere neueste Waffe übrigens. Sehr praktisch, wenn man damit umgehen kann. Ich kann es nicht. Deswegen etwas schwer gefallen. Aber wir kommen dennoch voran. So, hier gibt es mal wieder viel zu erkunden, sehe ich. Dann schauen wir mal, ob wir noch was finden. Jede Ressource kann uns helfen in dem Fall. Wir brauchen alles, was wir kriegen können. Die gehen etwas mehr ab. Ich habe zwar auch neue Waffen, Feuerpfeile und Pumpgun. Aber ich bin sicher, sie kommen mit einigem mehr noch an. Vor allem hoffe ich, dass sie nicht unendlich Helis haben. Gegen die kann ich nicht so viel machen. Ein Herausforderungsgrab mal wieder, das wir erreichen können. Halleluja. Ist auch schon lange her. Die meisten sind ja nicht zugänglich gewesen. Nach der Action tut es wieder gut, ein paar Rätsel zu lösen. Nein, nein, wollte ich nicht, wollte ich nicht. Ah! Okay, alles gut gegangen. Ich dachte, da konnte man sich festhalten. Sehr schwer versteckt. Seil kann ich spannen, ja. Dann benutze ich es auch gleich, um rüber zu gehen. Anders komme ich da auch sonst nicht hin. Zeig mir das Grab. Zeig mir die Rätsel. Eine Art Begräbniskammer. Vor allem Überbleibsel. Ein silberner Korb. Er sollte wohl zur Dekoration dienen, aber niemand hat ihn als Getreidekorb benutzt. Hm. Vielleicht zu rituellen Zwecken. Das ist zwar alles schön hier, aber wie komme ich da? Fast nicht gesehen den Weg. Schöne Dekoration habt ihr, ja.
einfach. Man muss sich mal vorstellen, wie die Köpfe hier gelandet sind. Einen toten Menschen den Kopf abhacken, dann... Ja, ist die Frage, wie standen die hier? Hat man alles entfernt und nur die Knochen tatsächlich ausgestellt oder hat man den ganzen Kopf hier gelassen? Aus Platzgründen vielleicht nur der Kopf? Großartig. Weil wilde Idioten wie der anderen Spule kann ich das Floß näher zur Insel die damals auf der ersten Insel kommen sie mir nicht vor. So, das Boot habe ich schon mal bei mir. So, die Frage ist, wohin möchte ich damit? Wenn ich hier ranziehe, komme ich voran, ja. Ich kann sie auch manuell abreißen, das ist auch gut. Aber die Frage, wohin? Ich muss schnell sein, sonst komme ich nicht da an, wo ich möchte. Vielleicht gibt es hier noch ein Floß. Münzen für den Fährmann. Wir mögen fern der Heimat sein. Aber das macht uns nicht zu Barbaren. Wenn unsere Lieben sterben, wie viel zu viele in letzter Zeit, erweisen wir ihnen den gebührenden Respekt. Als wir keinen Weinberg hatten, um Wein herzustellen, wuschen wir die Toten mit Seewasser. Als wir keine Webstühle für die Leichentücher hatten, wickelten wir die Verstorbenen in Häute und Felle. Wir besaßen kaum Münzen, doch jetzt schmieden wir eigene, damit unsere Toten die Überfahrt in die nächste Welt bezahlen können. Ich wünschte nur, der Preis wäre nicht so hoch. Auch ein interessantes Konzept. Aber ich denke mal, ich kann mich bedienen. Okay, da sehe ich ein weiteres Boot. Oh Gott, Also das Rätsel gefällt mir schon mal. Soll ich einfach nur ziehen vielleicht? Ja, es fährt. Das ist schon mal ein Anfang. Nein! Komm her! Bye, bye. Oh, du krachst nicht runter. Alter, beweg dich aber nicht so viel. Jetzt kriege ich dich nicht mehr. Ah, da ist ja noch ein Boot. Gar nicht gesehen. Na gut, dann nutze ich das. Mit dem komme ich darüber, wo ich eigentlich hin wollte. So. Nein, nicht das da machen, nicht das da machen, nicht das da. So. Nicht einstürzen. Komm noch ein bisschen, zieh dich ran. Reicht leider nicht. Komme ich damit rüber wieder? Das Ding dreht sich auch gar nicht, gell? Das ist nur eine Befestigung, sonst nichts. Ja. Die Frage ist, ob es mir dann hilft. Nur nah genug dran sein, damit ich mit dran springen kann. Das reicht aber nie im Leben. Ich muss nochmal zurück. Nein, nicht da. Ja, das bringt. Denke ich nichts. Ne, ich komme nicht näher, gell? Gut. Na, dann nochmal zurück in die Mitte. Deswegen gibt es sonst keinen Erfolg. Das zweite Boot kann mir auch in keinster Weise helfen, großartig. Wie komme ich denn sonst rüber? Da ist nichts mehr, das ich reparieren könnte, gell?
gar nichts. Passiert was? War blöd, wenn ich das mit das verbinden möchte. Ja, dachte ich mir. An dem Floß ist eine Kugel. Wo, an welchem Floß? Das sagst du mir jetzt? An dem anderen... Ja, die unterscheiden sich. Das habe ich nicht beachtet. Komm her. Ja, mit dem schaffe ich es. Dann ist natürlich kein Problem. Nein, nein, nein. Ja, das lief natürlich nicht so sinnvoll. Du bist sowieso nutzlos. Ich will das Boot haben. Genau, mit der Kurbel natürlich habe ich... Ja, gewonnen, oder? Weil das ist das letzte Rätsel hier dran. Schaffe ich es aber während der Fahrt. Es ist zu schnell. Alter, du knochst doch voll und... Verstehst das, gell? Mann. Muss echt warten, bis es angekommen ist. Hallo. Ja, ich wollte eigentlich, dass du es aber verbindest, Lara. Mädchen? Was ist dein Problem? Oh, das andere Boot kommt zwar jetzt mit. Vielleicht hilft es mir sogar ein bisschen. Sprit. Nee, doch nicht. Na gut. Jetzt versau bloß nicht den Sprung. So. Jetzt zieh dich da dran. Nein, nicht versauen, nicht versauen, nicht versauen. Ja, und jetzt kann ich mich ranziehen. Super. Okay. War natürlich mein Fehler, dass ich nicht erkannt habe, dass die Boote sich unterscheiden. Sehr gut. Und laut der Musik war's das. Ich guck noch nach anderen Kleinigkeiten. Aber das Grab ist damit abgeschlossen. Die haben ihre Toten einbalsamiert? Oh, sehr gut. Noch mehr Geheimnisse. Zeig mal her, die Karte füllt sich. Lustigerweise aber nur in dem Bereich ist was Neues, ja. Dann sollte ich die zwei Sachen auch mitgehen lassen. Wenn sie mir schon deswegen mit der Karte angezeigt werden. Ein goldener Kelch, gefertigt für einen König oder einen Propheten. Er wurde hier hergestellt, in Kitesh. Ein Kelch, ein Prophet, der leben soll? Ich sehe da so eine Kombination. Jetzt zeig mal, was wir Neues erlernen. Anatomiekenntnisse. Spüren Sie die Position von Tierherzen, wenn Sie Überlebensinstinkt benutzen oder auf Beute zielen. Schüsse auf Tierherzen richten großen Schaden an Tiere mit dicken Fellbären. Großkatzen sind gegen Herzschüsse immun. Okay. Ja? Ja? Okay. Könnte praktisch sein. Das Dokument nehme ich noch mit. Wo ist es da hinten? Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil... Tiere jag ich gar nicht so oft. Ich brauche ja auch die Zutaten gar nicht. Gibt es keinen geilen Weg zurück diesmal? Ich muss den gefährlichen Weg nochmal benutzen. Na schön. So. Dreht sich? Ne, das ist Boot. Das will ich gar nicht. Nicht das, da will ich.
Genau. Na, bloß nicht einstürzen. Ich sag dir nicht einstürzen, Mann. Ich will hier nicht drauf gehen. Nicht nochmal. So, gibt's vielleicht einen gescheiten Weg hier durch? Nein. Jetzt habe ich das Grab abgeschlossen, weiß aber nicht, wie man rauskommt. Ist natürlich genial. Ja, keine Ahnung an sich. Ich kann das Boot nicht damit verbinden. Ich kann irgendwo manuell drüber springen. Es muss aber... Das kann nicht schwer sein. Ich sehe irgendwas noch nicht. Dokument war da, okay. Irgendwas Blödes sehe ich nicht. Es kann nicht schwer sein. Probieren wir es mal so. Wenn ich es irgendwie gescheit schaffe, von dem Winkel drauf zu springen und dann das hier mitzunehmen. Na toll. Oder ich lass mich einfach hintragen. Das geht auch. Warum? Weil ich sterbe ja nicht durch den Aufprall. Okay, ich sterbe doch. Ich sterbe doch. Was seid ihr Pilze, gell? Es gibt keinen gescheiten Weg hier raus, ne. Ah, doch, da. Ich wusste, es wäre viel zu schwer. Der Rückweg ist nie schwer. So, sehr angenehm. Ich muss irgendwie darüber kommen. Vielleicht mit einem Seil. Ja, ich hab's schon. Achso, ich gehe gerade wieder zurück. Und ich komme von hier nicht mehr weg. Ah, ihr seid ja Genies. Na gut, das Dokument will ich ja so oder so. Ah, machen die es einem schwer. Die Treppe da hinten nehmen. Übrigens, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, ich wechsle ja gern Laras Outfits. Die haben ja alle zur Verfügung. Da wechsle ich einfach mal durch. Ich hoffe, ich übersehe keins, beziehungsweise mache keins doppelt und dreifach. Aber es kann ja schon mal vorkommen. Jemand ist hier eingebrochen. Mitten in der Nacht. Er hat sich die Taschen mit Münzen gefüllt, Kannen mit Öl und Wein umgestoßen und alle, die hier begraben sind, entweiht. Es zerreißt mir das Herz, dass einer von uns diesen Ort entehren konnte. Nur für einen vergänglichen Augenblick irdischen Reichtums. Wir müssen einen Weg finden, diesen Ort zu schützen. Selbst vor unseren Brüdern. Na gut, sorry, Bro, ich komme durch. Ja, ich muss das Rätsel nochmal machen. Super. Nur um eigentlich hier rauszukommen, weil der Rückweg kann ich nicht benutzen. Dann würde ich sagen, ich quäle mich hier irgendwie nochmal durch. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und damit keine Sorge. Heute ist nicht alle Tage. Ich durchsuche Gräber wieder. Keine Frage. Bis dahin. Ciao.